Hallo und herzlich willkommen. Hallo. What's poppin'? Boys and Girls. Oh, das ist so... Willkommen zu einer neuen Folge... Hat das Ganze ihren Namen? Jacqueline und Kevin? Wow. Ich habe auf Instagram gefragt, was ihr sehen wollt und 60-70% der Antworten waren, ihr habt Bock darauf, dass wir über eure Fragen getrennt voneinander sprechen. Wir haben es lange nicht mehr gemacht, aber... Why not? Here we are now again. Ja, genau. Ja, once again. Und deswegen möchte ich, dass du jetzt gehst. Tschüss. Have fun. Was würde auf einem Warnschild für den anderen stehen? Vorsicht? Also ich würde sagen, Vorsicht, Besserwisser. Vorsicht, unaufmerksam. Kevin ist die Inkarnation des Satzes, habe ich dir doch gesagt. Ich sag mal so, in 50% der Fälle, wenn ich was sage, kriegt Jaco das mit. In den anderen 50% nicht. Der sagt 20 Millionen Sätze auf einmal, ich bin konzentriert und dann, hab ich dir doch eben gesagt. So ist der. Sie ist am Schreiben, ich rede, sag ihr was, antwortet sie halt nicht, weil sie am Schreiben ist und antwortet aber 5 Minuten später. Hat gar nicht mitgekriegt, dass sie mitgekriegt hat, was ich gesagt habe. Wie steht ihr zum gründlichen Rasieren? Muss oder nicht? Also müssen schon mal gar nicht. Muss nicht. Muss überhaupt nicht. Ey, kein Scherz, mein Bezug zum Rasieren hat sich so krass geändert. Ich bin ein Freund von gestutzt. Jeder hat da seine Präferenzen bei sich selbst. Da kann sowieso ja jeder machen, was er will. Und auch bei anderen. Also ich habe auch Präferenzen in Bezug auf Männer, was Körperbehaarung angeht, bedeutet, ich mag manche Sachen etwas lieber leiden als andere. Muss ich ganz ehrlich sagen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, wir reden auch über den Genitalbereich, ne? Ja. Oder generell, ich weiß es nicht. Aber generell muss auch überhaupt, also eher nein als ja überall rasiert. Ich mag es bei Männern. Also Männern, mit denen ich intim werden würde, so wie mein Freund zum Beispiel, mag ich es lieber, kann natürlich jeder machen, was er will, aber ich mag es lieber, wenn sie gar nicht rasiert sind. Also ich mag das nicht so gerne. Also ich mag das nicht so gern leiden. Also ja. Das war aber auch mal ganz anders. Außerdem hätte ich eine Menge zu tun, wenn ich mich überall rasieren müsste. Ich weiß auch, meine Freundin hat damals ein Poster von Usher gesehen. Und der hatte halt, also in Amerika rasiert man sich ja sowieso gar nicht als Mann. Und der hatte halt Achselbehaarung. Meine Freundin so, wie eklig und das darf nicht so sein. Und ich war damals so, echt nicht. Ich habe noch nie über Achselhaare bei Männern nachgedacht. Da war ich irgendwie 12. Dann wurde ich aber natürlich geinfluenced von all meinen Freunden, weil man das damals so gemacht hat. Und dann fand man nur das gut. Und mittlerweile ist das echt ganz doll anders bei mir. Und ich mag Haare wirklich sehr, sehr gerne. Auch bei Frauen. Also ich rasiere mich nicht da, also jedenfalls nicht ganz, sondern nur so, wie man halt mit seinem Rasen umgeht. Aber Achseln und Beine rasiere ich noch. Ja, ich mag diese Entwicklung in meinem Kopf, die da stattfindet. Aber, long story short, jeder wie er will. Nichts muss, alles kann. Und welches Musikinstrument wäre der andere? Kevin wäre eine Maultrommel. Ein Theremin wäre Jaco nämlich. Das ist dieses Ding, was Sheldon in Big Bang Theory spielt. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Wer würde eher ins Dschungelcamp gehen? Schwierige Frage. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen Jaco. Man darf noch Träume haben. Glaubt ihr, ihr wärt zusammengekommen, wenn ihr euch in der Schule kennengelernt hättet? Nee, das glaube ich nicht. Nee. Bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Also ich hatte in der Schule, in der Oberstufe auch einen Freund, der jünger, also Kevin ist ja 4 Jahre jünger als ich, der auch, glaube ich, 2, 3 Jahre jünger oder so als ich war. Aber das war auch schon wirklich hart an der Grenze. Also wirklich hart an der Grenze für damalige Zeiten. Also es ist ja was anderes, ob man in den 20ern, 30ern oder 40ern 4, 5 Jahre Unterschied hat oder ob das in den Teenie-Jahren ist. Welchem fiktiven Charakter ähnelt der andere? Der erste, der mir in den Sinn kommt, ist Nick von New Girl. Ich hätte jetzt unter anderem Phoebe gesagt. Ich sehe da schon definitiv
Parallelen in der Prioritätensetzung und in der Lebensgestaltung. Wie hast du dir deinen Traumpartner vorgestellt? Ich habe das Gefühl, dass irgendwie voll viele Menschen so eine Optimalvorstellung davon haben, wie jemand aussehen würde. Ich muss ehrlich sagen, also optisch hatte ich da nie eine Vorstellung. Ich habe das auch immer nicht verstanden, wie dieses so mein Traumpartner oder meine Traumpartnerin muss unbedingt blonde Haare haben, ein kleines Kinn und maximal Körbchengröße B. So, ja, okay, gut. Schön für dich. Also sagen wir mal so, wenn mich zu Zeiten, als ich Single war früher, jemand gefragt hätte, so, was ist dein Typ? Dann hätte ich in den meisten Fällen wahrscheinlich genau den Typ beschrieben, auf den ich gerade zu dem Zeitpunkt stand. Ich wollte immer jemanden, mit dem ich mich einfach nur richtig gut verstehe. Also das war für mich ein Traumpartner. Jemand, mit dem ich auf einer Wellenlänge, auf Augenhöhe bin, und das habe ich in Jaco gefunden. So, und sie ist halt auch noch schön dabei, und jetzt hören wir auf mit der Schleimspur. Aber es kommt total drauf an. Also ich mag das manchmal, ich mag so eine Prägnanz, so eine ganz bestimmte Prägnanz manchmal an einer Person. Ich mag auch gerne sehr ausdrucksstarke, scharfe Gesichtszüge zum Beispiel. Das ist der Grund, warum ich Kevins Augen so gerne mag beispielsweise. Also Traumpartner gibt's nicht, sondern ich weiß nicht. Es muss das gewisse Etwas da sein, und das kann nur ich subjektiv sehen, weil das für jeden ja anders ist, dieses gewisse Etwas. Das muss so, da muss was sein, wo ich denke, oh, das ist ein Chemie-Ding irgendwie. Ja. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ciao, Kakao. Das ist was? Stay healthy, das sagt man jetzt so. Und jetzt gehe ich pinkeln. Arrivederci.